Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Banished. Ah, ein wunderschönes Spiel, muss ich echt sagen. Ich habe das Spiel bereits angespielt, aber... Lostop Bolt, der coole Name. Ich würde sagen, dass mir ich das jetzt nicht den Spaß an ein Let's Play nehmen würde. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich erstmal ein Spiel spiele, welches ich schon mal vorgespielt habe, dass ich es nicht so gut finden würde. Okay. Size Medium, Clean Mode Mild. Das ist off. Ja, ich mach's erstmal, die ist off. Medium. Hard, ja, Medium, denke ich mal, ist okay. Und wir starten eine neue Welt hier bei dem Spiel Banished. Ja. Und es lädt ein bisschen. Aha, ja, Interessant. Ja. Und es geht los. Und ich würde mal sagen, wir fangen an mit ein Boardinghaus, in dem erstmal alle Leute hier unterkommen können. Wo platzieren wir das am besten? Ich gucke mir erstmal am besten die Gegend an und... Oh. Oh. Moment mal. Ich habe gerade so das komische, stumpfe Gefühl, dass es genau... Ach, nee, doch nicht. Sah nur so ähnlich aus. Ist doch nicht genau dieselbe Welt, wie ich die woanders habe. Okay. Ja. Obwohl es ja schon verdammt ähnlich sieht. Egal. Wir haben hier ein paar Obdachlose und die wollen ein Heim. Da sollen sie sich eins bauen. Dazu brauchen wir auch dringend Nahrung. Deswegen würde ich vorschlagen, machen die sich hier auch ein Feld. Ich weiß nicht, Größe 10x10 sollte doch erstmal ausreichen. Und dann geht's jetzt los. Ja, unsere lieben Dorfbewohner. Wer ist das hier? Amber. Das ist das Problem mit diesem Spiel. Ich habe echt keine Ahnung, wie man deren Namen ausspricht. Egal. So, dann öffnen wir... Nee, das habe ich... Das stelle ich mal hier unten hin. Nee, das habe ich nie offen. Das hier stelle ich mal nach oben rechts. Und das hier kommt nach oben links. Genau so. So spiele ich immer. Ah, so. Die brauchen schon ziemlich lange. Okay, normalerweise spiele ich auch gar nicht so auf dem normalen Tempo. So. Wie schön, dass sie das hier so langsam hinbekommen. Und? Das macht schon was. Ah, ein Lock fehlt noch. Jetzt kommen die Steine. Ah, okay, jetzt haben sie es. Tja, wer einen Job will, der muss arbeiten. Nee, wir sind zu Hause, wir müssen arbeiten. Ach, egal. So, jetzt fangen die schon mit den Bauen an. Dann stelle ich gleich mal ein paar Bilder ein. So. Dann muss ich auch so langsam ja alles hier geordnet bekommen. Ein Woodcutter. Ja, ich baue am besten schon mal einen Woodcutter. Der ist nämlich dafür verantwortlich, dass die Leute hier nicht erfrieren. Wo baue ich den am besten hin? Erstmal sollte ich am besten so überlegen, wie genau ich meine Stadt ausbauen will. Was mache ich nach oben hin? Was mache ich in die Richtung hin? Ich glaube, hier mache ich so meine... Nee.
Hier mache ich so meine Forsterzone hin und hier kommt die Stadt hin. So. Aber ich mache erstmal den lieben Woodcutter hier hin. So. Und ja, Cabbage. Warum nicht? So. Early Spring, ja, die sollten durchaus noch hier ihre Sachen reinholen können. Gut. Dann entwickle ich mal ein erstes Straßensystem, damit die hier auch schön verbunden sind. Es ist nämlich immer, ich finde es einfach sehr wichtig, dass man hier so in einer Dorfgemeinschaft, dass man da sehr verbunden ist. So, Reserve of Stone is low. Das werden wir immer wieder mal hören. Okay. Sollten wir mal anfangen? Ich werde es wahrscheinlich eher so auf schnell machen. Nicht allzu schnell eigentlich. Ich bin nicht auch der Typ, der gerne mal sich die Stadt so langsam gedeihen ansieht. Aber aus Erfahrung weiß ich auch, dass man be am besten das schnell gar nicht mal so schlecht ist bei diesem Spiel. Ein Forester. Den stelle ich dann mal hier hinten hin. Ja, jetzt können die viel Spaß haben beim Wandern. Oh, jetzt muss ich noch einen Woodcutter einstellen. Nee, muss ich noch nicht, weil die haben es noch nicht fertig gebaut. Was für Loser. Brauchen die echt 5 Bilder für einen Woodcutter? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, wie man es eben machen möchte. Es kommt schon. Was könnt ihr eigentlich? Los! Wer ist das? Dashed. Dashed. Und das hier? Garrylay. Also Garrylay, du musst noch ordentlich lernen, richtig zu arbeiten. So. Stelle ich einen Woodcutter ein, damit wir auch für den Winter dann schön viel Feuerholz haben. Was haben wir denn? Firewood haben wir 25. Davon werden wir demnächst oder irgendwann mal mehr brauchen. Gut, hier bringen sie schon. Hier bauen sie schon fleißig. Fleißig wie die Bienen. So. The Reserve of Stone war kurz low, das wird aber nicht ewig andauern. Gut. Dann nur so ganz vorausplanend. Eine Mine werde ich früher oder später hier irgendwo hinbauen. Ich werde den Bau allerdings, kann man doch bestimmt irgendwo unterbrechen, oder? Irgendwo kann man den Bau, ach da, unterbrechen, weil noch ist eine Mine nicht nötig. Aber irgendwann wird sie nötig sein, dann finde ich es gut, dass ich schon mal geplant habe, wo ich sie platzieren werde. Okay. So viel Infrastruktur, noch ein paar Straßen. Und wie schön der Kohl wächst. Cabbage. Kohl. Ah, okay. Wir haben schon viele Menschen hier. Alle so um die 18 Jahre. Ja, teilweise ein bisschen älter. So Jugendliche und Erwachsene bilden wir eben ein Dorf. Ja, warum nicht? Würde ich gerne auch mal machen. Aber so schön, wie das hier aussieht, wird das allerdings leider nicht sein. Was ist los? Okay, der hat wirklich kein Holz mehr. Das ist natürlich ein Problem. Weil wenn der kein Holz hat, haben die hier hinten auch kein Holz mehr. Da muss ich wohl leider irgendwo mal ein bisschen Holz abernten. So, da kommen eh später Häuser hin, die können alle weg.
So. Da gucke ich mir mal die einzelnen an. Wer ist zum Beispiel... Oh, ein Paar. Wurde mir nicht immer angezeigt, wenn ein Kind geboren wurde? Oder eigentlich? Egal. Wer ist das hier? Amanda. Gender. Männlich. Male. Die sind alle glücklich und alle gesund. Natürlich. Wahrscheinlich sind die alle gerade bei ihren Eltern ausgezogen. Da kann man das mal gut nachvollziehen, ne? So. Mensch, jetzt wäre schließen. So. Aber ich glaube, mit Alt-F4 kann ich es nicht schließen. Da schließe ich viel eher das Spielen. Das möchte ich nicht. Okay. Ich glaube... Der Woodcutter tut zwar gute Arbeit, aber ich entlasse ihn vorerst mal. Ich glaube, wir haben die Logs erstmal mehr nötig als das Firewood. Irgendwann wird Firewood eine durchaus wichtige... Durchaus wichtige Güter sein. Durchaus wichtige Güter. Es werden durchaus wichtige Güter sein. Nicht nur zuletzt wegen dem Winter. Es ist noch Early Summer und die sind schon mit über 50% fertig. Das ist schön. Ah. Und? Ja, die meisten sind schon älter geworden. Das Tolle an diesem Spiel ist, es ist ein... Von Frühling bis auf Sommer werden die alle um mehrere Jahre alt. Das ist unglaublich. Also... Ein Jahr dauert die quasi mehrere Jahre. Ich weiß, es ist ein Spiel ist und man sollte es nicht hinterfragen, aber... Doch. Ach, okay, sie bauen endlich. Beziehungsweise sie sollten eigentlich bauen, aber die bringen mal die Sachen hin und dann gehen sie wieder weg. Nö, kein Bock mehr. Fast schon wie ich? Ja. Was schlimmer, als ich es bin. Ist das hier? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Pflanzen, kleine Beeren, die irgendwann auch noch eingesammelt werden können von Herbalist oder so.